Damit wieder ein recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar spielen wir heute Contemp. Ich habe keinen Plan, worum es da geht. So wie bei den meisten Spielen. Daher starten wir einfach das Spiel. Okay, wo sind wir hier? Oh Gott, die Maus ist aber super sensibel. Okay, wir sind hier irgendwo hingefahren. Und ja, wir schauen mal, was uns hier erwartet. Was ist denn für ein Glockenspiel? Oh, es gibt auch noch Taschenlampen. Ja, geil. Ich habe von vornherein eine Taschenlampe. Finde ich schon mal nice. Hä? Ich höre ein Glockenspiel, aber sehe keins. Ich bin verwirrt. Okay. Wir kommen hier nicht rein. Hä, wo ist denn das? Okay. So. Was ist das denn? Ach, so einfach so eine Hütte. So ein... eine Gartenlaube. Okay. Können wir uns zufällig bewaffnen? Wäre das eine Möglichkeit? Also ich würde alles nehmen. Ein Spaten, ein Rechen, alles. Einfach mitnehmen. Achso, ich gehe von aus, wir müssen den Schlüssel mitnehmen. Gibt es noch irgendwas Schönes? So ein Hammer oder sowas hier, so eine Heckenschere. Oder eine Axt. Ich würde hier jedes Werkzeug gerne mitnehmen wollen. War cool. Wird entspannt. Wenn Oma sagt, das Spiel wird entspannt, dann wird es alles andere als entspannt. Ich freue mich. Okay, wir kommen zumindest rein. Hey. Hallo? Mach mal die Tür zu, vorsichtshalber. Oh, warte mal, Lichtschalter. Mach doch. Ich kann den Lichtschalter nicht anmachen. Okay, was haben wir hier? Oh, ich kann zoomen. Das ist aber ein harter Zoom. Okay, ein paar Bilder. Schöne Telefon, noch mit so Wählscheibe. Voll geil. So. Hier kann ich nicht rein, okay. Ich würde liebend gerne einfach Licht anmachen. Oh Gott, es ist zweistöckig. Ich meine, haben wir ja von draußen schon gesehen, dass es zweistöckig ist. Aber naja. Die Küche sieht aus wie eine, also, weiß ich nicht, erinnert. Hat so ein bisschen was von Resident Evil 7, muss ich sagen. Für alle, die es nicht gesehen haben, da hat der Stevie ein geiles Let's Play draus gemacht. Könnt ihr euch gerne nach diesem Video gerne mal anschauen. Aber diese Küche hier, ne, so von der Art und Weise, zumindest vom Reinigungsstil, sehr viele Ähnlichkeiten. Achso, hier komme ich auch nicht rein. Das ist ja toll. Was? Ist die Tür jetzt aufgegangen? Nee. Oh, die Sounds! Das Knarzen. Das ist schon nett gemacht. Ganz nette Geschichte. Hier komme ich nicht rein, okay. So, hier geht's nach oben. Nach oben wollen wir aber noch nicht, weil wir gucken uns erstmal hier unten alles in Ruhe an. Stevies zweitliebster Lieblingsort ist, glaube ich, das Badezimmer. Der mag es, sich gerne eine Wanne zu machen. Zwar jetzt nicht unbedingt in dieser Wanne. Vor allem nicht mit diesen Kakerlaken. Aber... ja, Badezimmer fand er schon immer in Horrorgames toll. Dieses Windspiel da draußen, das geht mir ja ein bisschen auf den Käse. Auf den Keks. Jawohl. Hallo? Ich hab mich verlaufen. Können Sie mir helfen? Vielleicht? Meine Taschenlampe geht nicht mehr. Ah.
jetzt geht das Licht überall, oder was? Was kann ich hier machen? Okay, nichts. Na toll. Können wir das... Ach, jetzt kann ich auch auf und zu machen, oder was? Entspannt. Können wir ja mal gucken, ob wir hier hinten auch noch reinkommen. Das ist ja ein Traum von einem Haus. Von wegen, es ist ein entspanntes Spiel, Oma. Gar keinen Fall. Können wir einfach den Fernseher ausmachen? So. Geht das? Mach doch mal aus! Können wir nicht hier. Kann ich hier drüber? Hallo? So, warte mal, kann ich das so machen und. Ey, ich kann mir eine Videokassette angucken? Warum sollte ich das wollen? Could leave parts of your body broken. Karen, tell her I did it. Now, I've never tried it myself. You may be surprised to hear that. Very surprised. But I'm told it's not easy to spin around on your head. And health professionals say it may not be safe either. They're seeing some injuries. Okay. Okay. Tolle Wurst. Ganz tolle Wurst. Wir sehen ein paar Verletzungen, Injuries. Klar, cool. Warum ist sein Gesicht weggekratzt? Das Telefon ist bestimmt oben, ne? Ah ne, warte mal, wir haben doch vorhin das Telefon hier unten gesehen. Ich kann aber auch nicht sprinten. Hallo? Ich glaube, sie haben sich verwählt. Oder ist der da draußen? Was ist dieses Atmen, dieses Hecheln? Kann ich einfach wieder gehen? Ich kann nicht mehr gehen. Okay, cool. War ein sehr nettes Telefonat. Wir gucken mal noch mal ganz kurz im Badezimmer, ob sich irgendwas hier getan hat. Erstmal nicht wirklich viel, ne? Also sieht immer noch so aus wie vorhin. Halt wie ein zerschossenes Dorf. Toll, toll, toll. Nur 190er Nummer war das. Wird bestimmt teuer. Ja, ist ja zum Glück nicht meine Telefonrechnung. Gott. Okay, komme ich auch nicht rein? Nee, auch noch nicht. Noch nicht vor allen Dingen, ist auch schön. Bestimmt demnächst. Ach, hier oben ist auch ein Telefon. Na, ist ja... There's an aching deep inside that no longer I can hide, and it's telling me once more it's time to roam. But I cannot tell when I'll be coming home. Hello? Very well. See, there's the North Star guiding me, and a light on the horizon showing where I long to be. I travel on. Was? Habe ich das richtig geführt? Das Licht wird mir den Weg weisen? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Okay. So ein Radiokoffer? Kann ich nichts mitmachen. Sehr gut. Hallo?
Ich habe mich verlaufen und bin in ihr Haus eingebrochen. In der Hoffnung, dass sie mir helfen können. Ach so, nee, ist klar. Auf jeden Fall haben sie ganz nette Klamotten. Sehen richtig gut aus. Ja, hallo. Kommen Sie. Okay, kommen Sie nicht rein. Ich gehe hier hinten raus und versuche über die Tür zu Ihnen zu kommen, vielleicht. Dann können Sie mir weiterhelfen. Hallo? Sind Sie noch da? Gar keinen Fall gehe ich auf den Dachboden. Ich habe gar keine Lust, auf den Dachboden zu gehen. Oh nee. Hi, Melly. Oh Gott. Dachboden. I hate it. Warum ist denn hier so neblig auf dem Dachboden? Also. Meine Taschenlampe geht wieder nicht. Das finde ich jetzt gar nicht so schön. Entschuldigung. I'm sorry. Ich wollte nicht stören. Ich sehe halt nicht. Ich bin vor der Tür. Okay, ich geh weg. Ich geh zum Auto, ist mir egal. Wir fahren wieder. Hey, ich hab heute halt. Hab. Wir gehen nicht zum Auto? Oh Gott. Was ist denn das bitte für ein Spiel? Das war's doch jetzt, oder? Ja. Oh. Also. Süßes kleines Spiel, wie Omi sagt. Ja. Die Atmosphäre stimmt. Alles stimmig. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Lasst gerne ein Like da. Und damit ihr keine weiteren tollen Games von uns verpasst, lasst gerne ein Abo da. Und wir sehen uns dann gerne wieder bei einem nächsten kleinen Projekt bei uns hier auf unserem Kanal. Bis dahin sage ich erstmal, Eikahorn.